Ich habe fünf Tipps für guten Teegeschmack. Erstens, loser Tee schmeckt anders als Teebeutel. Zweitens, dein loser Tee braucht Platz, um sich zu entfalten. Deshalb schmeiß dein Tee-Ei weg und kauf dir eine Kanne, die dem Tee viel, viel Platz bietet, damit er seinen Geschmack auch wirklich entfalten kann. Drittens, du kannst jeden losen Tee mehrfach aufbrühen. Der gibt nicht gleich beim ersten Mal seinen gesamten Geschmack ab. Und viertens, lose Tees enthalten Zutaten, die haben so viele interessante Geschmacksstoffe, dass man auf Aromen komplett verzichten kann und es entstehen ganz großartige Geschmäcker, trotz dessen. Und fünftens, du musst deinen Tee richtig zubereiten. Wasser, Temperatur, Ziehzeit und die Menge sind dafür entscheidend, dass er wirklich schmeckt. Du kannst da eigentlich gar nicht viel falsch machen. Der Fehler, der am häufigsten gemacht wird, ist, dass du zu viel Tee nimmst oder dass der Tee zu lang zieht. Ganz kleine Justierungen und schon schmeckt dein Tee, so wie er schmecken soll.